don't give me that. Don't give me that. Don't give me that. Oh baby, you can take everything. It don't mean a thing. Anything to me. Don't give me that. But don't control my rock and roll. No, no. Shut your head. Hey baby, don't give me that. Luft. Ist doch herrlich. Jetzt die kapieren, riecht halt was streng. Das hat für mich den gleichen Zauber wie eine volle Windel. Ah, jetzt bittet sich ja allmählich zum Ohrwurm. Ich störe nur ungern beim Klönen, aber ich habe Arbeit für euch. Moin, Herr Tenhagen. Moin. Ich hoffe, Sie haben ein paar Fakten. Mit Sprüchen bin ich nämlich bereits bestens versorgt. Aber natürlich. Silke Ahrens heißt die Dame. Sie ist 35 Jahre alt, gebürtig aus Hamburg, Freundin des Hofbesitzers Jan Petersen. Sieht nicht gut aus, sie hat eine starke Kopfverletzung. Ihr Zustand ist kritisch. Der Notarzt meint also, dass es kein Unfall war. Jo. Sie hat eine frische Verletzung im Gesicht, die wohl nicht vom Sturz kommt. Dazu hat sie noch einen Abdruck auf dem Brustbein, wahrscheinlich von ihrer Kette. Als hätte sie einen kräftigen Stoß bekommen. Diesen Petersen, wo finden wir den? Keine Ahnung, der ist wohl unterwegs. Wer hat Frau Ahrens denn gefunden? Frau Petersen. Seine Ehefrau? Nee, seine Mutter. Ja, können wir die vielleicht mal sprechen? Ganz bestimmt, wenn sie fertig ist mit dem Melken. Na, hier haben ja mal wieder alle die Ruhe weg. Ja. Nee, ich bitte nicht. Und noch treten wir ihn hier. Wollen Sie damit in den Stall, ja? Ziemlich rutschig da drin. Ja, Berufsrisiko. Hanne Schulte, Krippe Holstein. Und Sie müssen Frau Petersen sein, richtig? Erika Petersen. Und? Sie haben Frau Ahrens gefunden. Wann denn genau? Ach, was weiß ich. Kurz vorm zweiten Melken. Hätten Sie vielleicht auch eine Uhrzeit für mich? Jetzt ist Viertel nach eins. Guten Tag, Wittkamp. Ich leite hier die Ermittlungen. Ja, nur mal ein bisschen flott. Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Kann das sein, dass Sie Frau Ahrens nicht besonders mögen? Sie sind ja ein echter Blitzmerker. Nichts als Ärger macht die. Und nun kommt da noch die Polizei auf den Hof. Die Umstände des Unfalls sind halt ein bisschen ungeklärt. Sieht aus, als hätte da jemand nachgeholfen. Ach was, das war eigene Schusslichkeit. Erst vertrödelt sie den ganzen Vormittag in Kellenhusen, um drei Briefe zur Post zu bringen. Und dann segelt sie auch noch vom Heuboden. Ach, geh mir weg. Die ist einfach nicht gemacht für die Landwirtschaft. Ist das Ihr Sohn? Ja. Was ist hier los? Herr Petersen. Silke? Wo ist Silke? Die haben sie abgeholt. Ist lange hingeschlagen. Fast wäre der Heuwender zu Bruch gegangen. Wo, mit welchem Krankenhaus ist? Herr Petersen! Herr Petersen! So, was wollen Sie von mir? Ich will zu Sie. Ja, natürlich, Herr Petersen, Sie können gleich zu ihr. Aber Sie haben doch sicherlich auch ein Interesse daran, dass wir herausfinden, was passiert ist. Könnten wir mal einen Blick in das Zimmer von Frau Ahrens werfen? Warum? Also,
Ich meine, sie hat kein eigenes Zimmer. Ich habe hier eine Ecke im Schrank freigeräumt. Mehr braucht sie nicht. Ja, mehr hat sie auch nicht. Sie entschuldigen uns bitte, Herr Petersen. Also, sie wohnt hier mit Ihnen unter einem Dach. Aber sie hat keine persönlichen Dinge? Keine Möbel, Bücher, Bilder oder Fotos? Nee, das hat sie alles in Hamburg gelassen. Wie lange sind Sie denn schon ein Paar, wenn ich mal so direkt fragen darf? Ja, also ein paar Wochen, das ist alles noch recht frisch. Hey, die junge Liebe, das ist doch immer die schönste. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Internet. Es gibt da so eine Partnervermittlung. Extra für Landwirte. Ja, warum nicht? Bauer sucht Frau. Ja, ist nicht so einfach, eine Partnerin zu finden in meiner Branche. Das muss man mögen. Das frühe Aufstehen, die harte Arbeit und hier Landluft. Ja, Silke ist anders. Sie liebt die Tiere, den Hof. Ja, ein ganz schöner Kontrast so zum Leben der Großstadt, finden Sie nicht? Sie ist freiwillig hier. Ich habe sie nicht gezwungen. Vielleicht hatte sie sich das ja alles ein bisschen romantischer vorgestellt. Ach, romantischer. Na klar war das eine Umstellung erst. Aber Silke kann zupacken. Er hat sich schnell an die ganze Arbeit hier gewöhnt. Nö, ja, mit Sicherheit keinen einzigen Tag Sehnsucht gehabt nach ihrem alten Leben in Hamburg. Nö. Damit ist sie fertig. Sind da irgendwelche blöden Sachen passiert? Was denn für blöde Sachen? Wir haben nie darüber gesprochen. Wollte sie nicht. Soll keiner sagen, ich würde meine Gäste schlecht behandeln. Schlagsahne führt heute leider aus. Dankeschön. Danke, Mutter. Ich habe ja sonst nichts zu tun, ne? Ja, Ihre Mutter scheint sich ja eher weniger über ihr neues Liebesglück zu freuen. Ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Was für ein Wesen. Der Mann ist echt nicht zu beneiden. Tja, sowas kann vorkommen, ne? Dabei ist es doch schön, wenn man die Eltern nicht alleine lässt. Ich weiß echt nicht, was schlimmer ist. Als erwachsener Mann noch bei Mutti zu wohnen oder im Internet auf Brautschau gehen zu müssen. Ich werde da mal ganz vorsichtig. Beides kann im Leben schnell mal zur echten Alternative werden. Na klar. Beide von dir genannten Beispiele liegen übrigens vollkommen im statistischen Normbereich. Bei uns leben fast ein Drittel aller Menschen zwischen 25 und 34 immer noch bei den eigenen Eltern. Hat ja auch Vorteile. Ach was, es kommt jetzt die gebügelten Hemden, oder wie? Und was das andere Thema betrifft, mittlerweile sucht fast jeder zweite Single online nach der großen Liebe. Tatsächlich? Eins, zwei. Das verstehe ich gar nicht, Jus. Du bist doch eine super Partie. Ja, und Petersen aber auch. Der hat einen Großteil seiner Äcker an ein Windkraftunternehmen verkauft und Musa Millionär. Das sieht man gar nicht an. Tja, ist immer bodenständig geblieben, der Jan. Hat sich eigentlich nie viel aus Geld gemacht. Im Gegensatz zu Silke Ahrens. Hat keine Ausbildung, stattdessen von schlecht bezahlten Jobs gelebt. Zuletzt hat sie in Ottensen als Kellnerin gearbeitet, im Schwarzen Raben. Der Wirt sagt, sie hat ihren Job nur benutzt, um Männer abzuschleppen. Als dann noch Geld in der Kasse fehlte, ja, da hat er sie gefeuert. Kein Wunder, dass die fertig war mit Hamburg. Letztes Jahr wurde sie auf Bewährung verurteilt. Kreditkartenbetrug. Sie war ständig klamm und am Ende musste sie sogar Privatinsolvenz anmelden. Jetzt check ich endlich, was mit Landflucht gemeint ist. Die Dame hat sich abgesetzt. Fragt sich nur, ob sie von ihrem Hauptgewinn wusste. Wolltest du nicht das Mähwerk vom Träger reparieren? Mutter, ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Sie liegt im Koma, die Ärzte wissen nicht. Und die Wiese am Hühnerstall ist auch noch nicht gemäht. Hier, ich habe dir was mitgebracht. Sieht ja toll schlimm aus. Die eine Probe ist oben vom Heuboden, die andere habe ich kurz vorm Eingang zur Scheune gefunden. Beides vielleicht vom Tetra. Also ich verstehe das nicht. Frauen kennenzulernen ist doch gar nicht so schwierig. Das kommt drauf an, wie man es anstellt, ne? Die Faser hier habe ich an der Leiter gefunden, die zum Heuboden führt. Sie ist braun.
Jan Pedersens Jacke war braun. Sieht man doch. Da muss man doch nur die Augen offen halten. Ich wollte kein Internet für. Und hier habe ich noch einen Fußabdruck gefunden. An dem ist derselbe rote Schmatter dran, der in den Röhrchen ist. Also Blut ist das nicht. Ja, ist nur ein Teilabdruck vom Ballen, aber vielleicht kann ich daraus die Schuhgröße ableiten. Wenn du hier geboren bist, dann kennst du jeden von klein auf. Das macht die Sache auch nicht gerade einfach. Die meisten sind für dich ja wie Geschwister. Ja, und der Rest ist wirklich mit dir verwandt. Schon klar. Quatschkram. Bei uns auf dem Land sind die Guten schnell vergeben. Ach, Just. Das ist so in der Stadt auch nicht anders. Und der Rest wartet sein halbes Leben drauf, dass ihn vielleicht noch mal jemand Besseres anspricht. Kripo Holstein Schulte? Nele Wittkamp, nein, die ist leider gerade nicht am Platz. Soll ich ihr was ausrichten? Aber klar doch. Mach ich gerne. Ja, Sie können sich auf mich verlassen. Hast du's? Bin gleich soweit. Frau Kollegin, da war gerade ein Anruf für dich. Und? Na, klang sehr geheimnisvoll. Sonore Stimme, echter Kerl. Na, ganz verstimmt, dass er dich nicht auf dem Handy erreichen kann. Jo, danke. Sonst noch was? Mhm. Aha. Wunderbar. Diese rote Flüssigkeit, die Jus in der Scheune sichergestellt hat. Bei beiden Proben, die vom Heuboden und die vom Eingang, handelt es sich um dieselbe Substanz. Und welche? Zellulose-Spuren von Proteinen, Vitaminen und Anthocyanen. Ich tippe auf Pragaria magna. Ja, da ist wohl jemand auf eine Erdbeere gelatscht. Erika Pedersen war gerade dabei, Erdbeermarmelade zu kochen. Lecker. Mit Zimt. Hab was Neues ausprobiert. Von wegen. Altes Familienrezept. Hab ich schon immer so gemacht. Veränderungen. Die liegen in nicht sowas. Ich mach nicht, wenn man mir dazwischen funkt. Da wird man ja nie fertig mit der Arbeit. Zeit ist Geld. Auf dem Hof wie unserem. Man ist aber mal Zimt bei die Marmelade. Am Hungertuch nagen müssen Sie und Ihr Sohn ja wohl nicht, wie man so hört. Muss ich aber auch nicht an die große Glocke hängen. Sonst will jeder was vom Kuchen ab. Ah, verstehe. Die darbende Bäuerin. So eine Art Tarnung. Ist die Karin vielleicht dahinter gekommen? Frauen wie die riechen, wo Geld ist. Das habe ich von Anfang an gewusst. Ihr Sohn sieht es offenbar anders. Ach, der ist doch blind vor Liebe. Dir taugt nix. Eine Mutter spürt sowas. Und wie weit geht eine Mutter, um ihren Sohn zu beschützen? Nee, über Geld haben wir nicht wirklich gesprochen. Ich hatte nie den Eindruck, dass sie das sonderlich interessiert. Wir hatten andere Themen. Zum Beispiel? Wie wäre das mit Diebstahl? Oder Kreditkartenbetrug? Oder jede Menge Männern? Kann man ja schon mal ein Wort drüber verlieren, ne? Nee, das hätte aber auch nichts geändert. Das ist Vergangenheit. Silke hat ein gutes Herz. Ich möchte mit ihr alt werden. Wo waren Sie heute Vormittag? Bei Futterhändler kurz hinter Heiligenhafen. Können Sie mir da einen Ansprechpartner nennen? Kann irgendjemand bezeugen, dass Sie wirklich da waren? Ja, sicher. Sie spinnen noch. Hier. Kassenbeleg, Datum und Uhrzeit steht drauf. Nun, 9.16 Uhr. Da hatten Sie ja noch genug Zeit, um wieder zurück auf dem Hof zu sein, als Frau Ahrens ihren Unfall hatte. Ja, danach war ich bei meinem Bruder auf den Kaffee eingeladen. Bin ich leider versetzt, kann ja mal vorkommen. Rasmus Pedersen lebt in Kelnhusen. Macht sich wohl nicht viel aus Landwirtschaft. Nee, wir haben noch jahrelang Zoff deswegen. Naja, 2 Hände mehr hätten wir auf dem Hof gut gebrauchen können. Kein Wort haben wir miteinander gewechselt. Und dann kam Silke. Ach was? Ja. Sie hat mich überzeugt, den ersten Schritt zu machen. Seitdem reden wir wieder miteinander. Ich sage ja, sie hat ein gutes Herz. Der kam vorhin mit der Post. Schöne Schrift. Ich glaube, der ist privat. Ich werde nicht schlau aus dem. Den naiven Liebeskasper nehme ich dem irgendwie nicht ab.
Meinst du, er macht uns was vor? Es kann ihm doch nicht egal sein, aus welchen Motiven sich seine Angebetete für ihn entscheidet. Geld oder Liebe? Vielleicht hatte seine Mutter doch recht und Silke Ahrens hat sich nur ein neues Bauernopfer gesucht, um mal wieder ordentlich Kasse zu machen. Und er hat's rausgefunden. Gebrochene Herzen neigen manchmal zu dramatischen Taten. Die braune Faserspur, die ich an der Leiter gefunden habe, könnte wirklich von der Jacke stammen. Ich warte nur noch auf den Laborbericht. Fragt sich nur, wie lange die da schon hing. Ist kein wirklich verwertbares Beweismittel. Dann schon eher die Marmeladenspur. Der Fußabdruck. Ich habe das mal hochgerechnet. Ist eine 44. Passt perfekt zu den Tretern von Jan Petersen. Allerdings findet man an denen weder Erde noch Beere. Sind frisch gewienert. Blütenrein. Ganz im Gegensatz zu seinem Alibi. Na, ist irgendwas? Nee, wieso? Hast die ganze Fahrt über kein Wort gesagt. So schweigsam kenne ich dich gar nicht. Bisschen Ärger privat. Machst du darüber reden? Nee, lass mal. Du trennst es doch immer so gerne. Soll doch schön professionell bleiben. Oh Mann. Ich verstehe nicht, warum Jan mir nichts gesagt hat. Die arme Silke. Hoffentlich schafft sie es. Wie gut kannten Sie Frau Ahrens? Ihr Bruder sagte, sie hätte bei ihrer Versöhnung so ein bisschen nachgeholfen. Ja, das stimmt. Wir haben uns nur ein paar Mal getroffen. Die beiden kennen sich erst ein paar Wochen. Tolle Frau. Und nicht nur, weil sie uns alte Streithähne wieder zusammengebracht hat. Und welchen Eindruck hatten Sie von den beiden? Sie wirkten sehr glücklich. Ich weiß nicht, wie sie es angestellt hat, aber seit Jahren mit ihr zusammen ist es ja viel entspannter. So habe ich ihn ewig nicht mehr erlebt. Ja, das kann man ja von ihrer Mutter nicht gerade behaupten. Allerdings. Schwierige Frau. Hat uns alleine durchgebracht. Eine Glucke, die immer alles zusammenhält. Ich kann sie nicht übel nehmen. Wie meinen Sie das? Konkurrenz ist immer eine Bedrohung für sie. Zum Beispiel eine andere Frau oder ein anderer Lebensentwurf wie in meinem Fall. Was Silke angeht, verstehe ich sie aber nicht. Sie hat sich immer Enkelkinder gewünscht und in dieser Hinsicht haben wir sie bislang beide enttäuscht. Herr Petersen, Ihr Bruder sagte uns, dass Sie heute Vormittag verabredet waren. Ja, das stimmt. Ist mir durch die Lappen gegangen. Ich hatte einen Geschäftstermin in Hamburg. Oh, das ist ja ärgerlich. Ja. Warum fragen Sie das? Oh, wir überprüfen gerade die Alibis von allen Personen in Frau Ahrens Umfeld. Das ist reine Routine. Glauben Sie, bei Silkes Sturz hat jemand nachgeholfen? Meine Mutter? Schleicht sich aus Eifersucht auf den Heuboden, oder wie? Und was ist mit Ihrem Bruder? Ja, warum soll er das tun? Ist doch albern. Als der Unfall passiert ist, war er hier, vor meiner verschlossenen Haustür. Er hat mich angerufen, das können Sie gerne überprüfen. Das werden wir machen. Hören Sie, es tut mir wirklich leid, aber ich habe gleich noch einen Termin. Sie sehen ja, ich bin noch nicht gesellschaftsfähig. Ein Termin? Jetzt? Ja, ich bin Vermögensberater, da muss man flexibel sein. Falls Sie noch Fragen haben. Hören Sie, mein Bruder würde niemals jemand was antun. Selbst wenn er mal sauer wird, bleibt er immer die Ruhe selbst. Wie Ihr Kollege da drüben. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ja. Ich hätte auch gerne so einen, bitte. Okay. Deine Flucht von meinem Stuhl. Ist ja doch jemand da. Das sind die Klamotten von Frau Ahrens aus dem Krankenhaus. Jo, kümmere ich mich gleich drum. Alles klar bei dir? Ja. Ich habe hier nur ein paar wichtige Unterlagen. Streng vertraulich. Wann kommt denn Frau Wittkamp wieder? Also das kann auf jeden Fall nicht schaden, wenn du Rasmus Petersen noch mal gründlich durchleuchtest. Mach ich, hol mir nur schnell was zu beißen. Er ist mein Vater. Was? Der Mann, der mich immer anruft. La Paloma? Er ist mein Vater und er ist der eigentliche Grund, warum ich hier bin. Alles klar? Moin, Herr Tenhang. Moin, Frau Wittkamp. Ich habe hier was für Sie.
Was ist das? Das darf ich offiziell gar nicht wissen. Die Kopie der Krankenakte von Silke Ahrens. Wie sind Sie denn daran gekommen? Ist wohl in einem unbeobachteten Moment auf den Kopierer gefallen. Ich glaube, die wichtigste Stelle ist markiert. Aber wenn Sie durch sind mit dem Lesen, muss ich das Dokument allerdings sofort einziehen. Die Ärzte haben beim Röntgen einen verheilten Knochenbruch gefunden, an der Schulter. Zur Ursache steht hier nichts. Ein Unfall? Ich habe einen der Ärzte gefragt und er meinte, die Verletzung hätte ein außergewöhnliches Bruchmuster. So, als hätte man ihr den Arm aus dem Gelenk rausgedreht. Oha. Muss wohl schon ein paar Monate her sein. Vielleicht hat sie in Hamburg ja mal einen falschen Typen abgeschleppt. Hm. So, möchte ich gern mal an die Finger kriegen. Unter Umständen hat ihr plötzlicher Wunsch nach Luftveränderung ja doch einen handfesteren Grund als gedacht. Klar, sie ist vor ihrem Macker abgehauen und nur hat er rausgefunden, wo sie steckt. Na, mein Jung, wo drückt der Schuh? Ach, haltet gut. Ach Mensch, ich bin doch nicht die Erste, die dich das fragt. Komm. Irgendwie ist manchmal alles so kompliziert. Euer Fall oder die Liebe? Jost hat mir erzählt von eurem Fall. Liebe per Internet. Also wenn du mich fragst, die Menschen, die werden auch immer bequemer. Weißt du, und dann ist das nachher wie so eine Reise aus dem Katalog. Lauter schöne, bunte Bilder. Und wenn du dann da bist, dann ist das Meer nicht so blau, lauter Kippen am Strand. Und das Essen ist fad. Hm? Naja, es ist halt Glückssache. Es ist halt immer so ein Risiko, ne? Sehen wir noch mal. Ich hab da diesen Freund und der kennt diese Frau und da sind Dinge passiert, die haben ihn verletzt und dann hat er Dinge getan, auf die er wirklich nicht stolz ist und er hat alles getan, um das zu vergessen. Und nun, nach so langer Zeit, meldet die sich auf einmal wieder und der weiß gar nicht genau, warum. Soll er mal tief in sich reinhorchen, dein Freund. Aber ich habe so den Eindruck, dass er das gar nicht weiß, ob er das überhaupt wissen will. Hm? Erst bei Silke. Was brauchst du denn diesmal, ne? Ich habe gehört, was passiert ist. Und? Was muss dich das kümmern? Ich wollte sehen, wie es Jan geht. Das sind ja ganz neue Töne. Wie geht's ihr? Nicht gut. Nein. Ja. Der sieht ja nett aus. Ist aus der Bildergalerie vom Schwarzen Raben. Er nennt sich Hulk. Leider habe ich nirgendwo seinen richtigen Namen gefunden. Nimm auf jeden Fall nochmal Kontakt zu dem Kneipenwirt auf. Der sieht aus wie jemand, vor dem man sich gerne mal verstecken möchte. Hat Erika Petersen nicht gesagt, dass Silke Ahrens gestern Vormittag nach Kellenhusen ist, um Post wegzubringen? Ja, aber um 23:30 war sie wohl wieder zurück auf dem Hof. Dazwischen hat sich's aber gut gehen lassen. Hier, die habe ich in ihrer Hose gefunden. Sie war auf dem Ausflugsschiff? Ja. Und zwar nicht allein. Und? Hat er wieder vom Erbe angefangen? Es geht nicht immer nur ums Geld, Mutter. Aber wegen Silke hier. Hat er das gesagt? Tja, ja. Schön, da er reden konnte, er schon immer.
kannst ihm nicht trauen. Jeder kann sich ändern. Der nicht. Wo war er denn damals, als wir ihn gebraucht haben? Und kaum bist du mit dem Landverkauf zu Geld gekommen, da steht er auf einmal wieder in der Tür und hält die Hand auf. Das Thema ist durch. Er wurde ausbezahlt und fertig. Keine Ansprüche mehr und das weiß er auch. Ach, sei doch nicht so naiv. Siehst du denn nicht, was die alle wollen? Wie meinst du mit alle? Du weißt genau, was ich meine. Und was für ein Auto war das? Was? Ja, gut, danke. Der Kneipenwirt sagt, dass Hayek Frau Ahrens öfter von der Arbeit abgeholt hat. Ein fester Freund? Ja, da lief wohl eine Weile was, aber dann hat sie sich auch wieder von ihm getrennt. Seinen richtigen Namen kennt der Wirt leider auch nicht. Aber er hat einen schlumpfblauen Ford Mustang gefahren. Hat er wirklich schlumpfblau gesagt? Hat er gesagt. Und davon wird es in Hamburg ja nicht allzu viele geben. Auf jeden Fall hilft uns das weiter. Vielen Dank, Wiederhören. So, jetzt wird's spannend. Flugsboot auf der Ostsee. Zusammen mit einem Mann. Leider konnte der Kapitän ihn nicht beschreiben. Irgendeine Idee, mit wem sie sich da getroffen haben könnte? Nee, das kann nicht sein. Doch, doch, wir haben das überprüft. Nee, da hätte ich was gemerkt. Das muss eine Verwechslung sein. Vielleicht war das jemanden, den sie von früher kannte. Aus Hamburg. Ich habe ihnen doch gesagt, mit Hamburg war sie durch. Aber vielleicht war Hamburg noch nicht mit ihr durch und jemand hatte noch was zu klären. Ihr Ex zum Beispiel. Hat sie mal den Namen von ihrem Ex-Freund erwähnt? Oder hat sie sich sonst irgendwie auffällig verhalten? Jetzt mal Tacheles. Ihre Freundin hat sich hinter ihrem Rücken mit einem anderen Typen getroffen. Was glauben Sie, was Sie da wohl gemacht haben? Mau Mau gespielt? Nee, so eine Silke nicht. Ach nee? Herr Schulte. Sie haben doch längst gemerkt, dass da was ist. Dass Ihnen etwas verschweigt, oder? Vor 2 Wochen habe ich bemerkt, als sie ist mit dem Fahrrad vom Hof gefahren und sich... Ja, mich gewundert, das kam mir irgendwie komisch vor. Und da sind Sie hinterher und haben gesehen, wie sie sich mit einem anderen trifft. Sie ist in den Wald gefahren, da kam ich mit dem Auto nicht durch. Ich habe sie verloren. Aber diesmal, da haben Sie sich nicht abschütteln lassen. Ich war doch gestern Morgen überhaupt nicht auf dem Hof. Ich verstehe das nicht. Ich dachte eigentlich, Silke wäre. Glauben Sie mir, Sie sind nicht der Erste, dem sowas passiert. Also wenn du mich fragst, der wusste wirklich nicht, was seine Freundin getrieben hat. Oder er hat es geahnt. Das hat vielleicht gereicht, um Streit mit tödlichem Ausgang zu provozieren. Übrigens, ich mag das nicht, wenn jemand in meine Vernehmung reinplatzt. Sowas sprichst du vorher mit mir ab. Und ganz egal, was dir quersitzt, eine Vernehmung ist für Ermittler keine Therapiestunde. Ah, der schlumpfblaue Ford Mustang gehört übrigens einem Siegfried Rudloff, vorbestraft wegen schwerer Körperverletzung. Ich versuche gerade mal zu klären, wo der sich aufhält. Gut, mach das. Die Kartenabreißerin ist da. Welche Kartenabreißerin? Na, die vom Ausflugschiff. Lass mal los. Ich mach das schon. Kommen Sie bitte. Oder? Zeugin im Vernehmungsraum? Bei Hannes verhält sich die Länge der Vernehmung immer proportional zum guten Aussehen der Zeugin. Also gerade bei dem Wetter jetzt, das muss ja ein Traum sein. Also so eine Bootsfahrt würde mich ja auch mal reizen. So an den geraden Tagen Sie und an den ungeraden Ihr Kollege. Ja, dann weiß ich ja Bescheid. Also Schiff ahoi und gutes Wetter wünsche ich. Das wünsche ich Ihnen auch, danke. Und? Hast du was Spannendes rausgefunden? Na, sie ist Psychologiestudentin im 5. Semester und verdient sich als Kartenabreißerin was dazu. Außerdem hat sie eine Handynummer, die sich super merken lässt. Hannes. Na, was denn? Sie will sich niederlassen mit einer eigenen Praxis. Ich will mich auf die Warteliste setzen lassen.
Heutzutage wartet man doch ewig auf einen Termin. Und konnte die Frau den Mann beschreiben, mit dem sich Silke Ahrens getroffen hat? War es der Ex-Freund? Nö. Nee. Aber jemanden, den wir bereits kennen. Jan Petersens Bruder. Ja, Nicole hat ihn eindeutig identifiziert. Nicole. Hm? Kann ich Ihnen was anbieten? Kaffee vielleicht? Nein, danke. Oder vielleicht einen kleinen Aufsteller? Bin wieder in absoluter Topform. Herr Petersen, warum haben Sie uns verschwiegen, dass Sie Frau Ahrens gestern Vormittag getroffen haben? Was lief da zwischen Ihnen? Nichts, da lief gar nichts. Ja, wozu dann das heimliche Treffen? Also ich kann ja verstehen, dass Ihnen das komisch vorkommt, aber ich habe das nicht erwähnt, weil... Ich wollte nicht, dass mein Bruder das erfährt. Wissen Sie, Jan und ich... Wir fangen gerade an, uns langsam wieder besser zu verstehen und da wollte ich nicht, dass er irgendwas in den falschen Hals bekommt. Jetzt kommen Sie mal wieder auf den Punkt. Wieso dieses Treffen? Um eine Überraschung zu planen für Jans 40. Und was genau hatten Sie da geplant? Ja, alles, was man so braucht. Location, Buffet, Partyspiele, das ganze Programm. Und wir wollten zwei Lieder auf Jan umdichten. Selbstgedichtete Lieder? Wie nett. Und wo waren Sie nach der Schiffstour? Zwischen 10 und 12? Hier, ich bin gleich nach Hause gefahren. Kann das jemand bezeugen? Leider nein, da war ich allein. Also selbst wenn da was zwischen ihm und der Ahrens lief, warum will er sie denn um die Ecke bringen? Affären. Geht da nicht eigentlich immer was schief? Wie wäre das mit verletztem Ego? Das ist doch eigentlich dein Spezialgebiet, oder? Wie meinst du denn das schon wieder? Oh, gar nichts. Du denkst also, da lief was. Dann wollte sie die Sache wieder beenden. Aber Rasmus Petersen wollte mehr. Und wenn er sie nicht haben kann, soll sie auch seinen Bruder nicht haben. Ah, das wäre doch möglich. Du, mich beschäftigt aber noch was ganz anderes. Rasmus Petersen hat eben gerade gesagt, dass das Treffen mit Silke Ahrens um 10 Uhr zu Ende war. Laut Erika Petersen war sie aber erst um 11:30 wieder zurück auf dem Hof. Und vom Hafen bis zum Hof hätte sie höchstens 20 Minuten gebraucht. Ja, fehlen 1,5 Stunden. Warte mal. Herr Tenhagen, ich hätte da mal eine Bitte. Aber gerne, Frau Wittkamp. Ich tue, was ich kann. Just hat gesagt, du hast was für mich? Ja, das Ergebnis aus dem Labor ist da. Hier. Bei der braunen Faser von der Leiter handelt es sich eigentlich um eine weiße Kunststofffaser, die verschmutzt worden ist. Verschmutzt? Wodurch? Durch Lebensmittel. Von Fleischsaft bis Obstsäure ist alles dabei. Diese Art von Kunststofffaser wird üblicherweise bei Kochschürzen verwendet. Frau Petersen? Hallo? Klaut sogar die Polizei. Ich sammle Beweismittel. Wir haben an der Leiter zum Heuboden eine Faser gefunden. Die stammt wahrscheinlich von einer Kochschürze. Ja und? Ich war ja auf dem Heuboden. Ich bin zu Silke rauf, um ihr zu sagen, dass sie mal wieder den Misthaufen nicht richtig gewendet hat. Der hat schon gedampft. Da bilden sich Gase. Ein Funke. Die ganze Hof fackelt ab. Ja, und dann haben sie mal wieder mit ihr gestritten und da ist sie den Heuboden runtergefallen. So ein Blödsinn. Die war quietschfidel, als ich gegangen bin. Warum haben Sie uns das denn nicht gleich erzählt? Hätten ja mal fragen können. Was haben Sie eigentlich für eine Schuhgröße? Nur 38. Nie und nimmer. Nee, na, das ist eine 44. Sind von meinem verstorbenen Mann. Viel zu schade zum Wegschmeißen. Die stopfe ich vorne mit Zeitungspapier aus und gut.
Was will die mit deinen Gummistiefeln? Was weiß ich. Was hast du gemacht, Mutter? Jetzt fängst du auch noch an. Ich war das nicht! Also wenn da jemals Erdbeeren dran waren, dann finde ich sie, versprochen. Ich habe hier noch ein bisschen Vergleichsmaterial für dich. Für den Fall, dass du fündig wirst. Moin, Frau Wittkamp. Ich bin hier gerade kurz vor Ziesmar. Silke Ahrens war gestern wieder hier. Eine Spargelverkäuferin hat sie gesehen. Jo, danke, Herr Tenhagen. Ich bin mir sicher, dass uns das weiterhilft. Ja, tschüss. Manchmal bin ich so dämlich, dass ich schreien möchte. Bitte was? 4-Hydroxy-2,5-Dimethylfuranon oder auch HDMF, wie ich das übersehen konnte. Du sprichst in Rätseln. Das ist die wichtigste chemische Komponente im Erdbeeraroma. Die hohen Werte in den Proben am Tatort sind mir gleich aufgefallen. Die hier ist dagegen echt ein geschmackliches Leichtgewicht. Katrin, bitte, komm mal auf den Punkt. Okay. Das hier ist eine herkömmliche Gartenerdbeere. Der Saft am Fußabdruck unseres Unbekannten stammt aber von der Walderdbeere, Fragaria vescia. Die schmeckt ein bisschen intensiver, wächst aber wild an schattigen Orten mit dichtem Baumbestand. Also ganz bestimmt nicht auf dem Hof der Petersens. Im Wald. Jan Petersen hat doch erzählt, dass er Silke Ahrens bis zum Waldrand nachgefahren ist. Stimmt. Ja, weil er misstrauisch wurde, vielleicht zu Recht. Irgendjemand hat sie da getroffen, vielleicht sogar regelmäßig. Und ihre Waldbekanntschaft hat sie dann in der Scheune attackiert. Darauf deuten zumindest die Spuren vom Tatort. Hast du eine Idee, was Silke Ahrens da wollte? Keine Ahnung. Aus dem Kloster ist da nichts. Hier ist der Hafen, wo das Ausflugsboot angelegt hat. Hier ist der Hof der Petersens. Und da ist Cisma. Das liegt nicht gerade auf dem Weg. Ich kapiere das nicht. Schön. Wir können alles gebrauchen, was zur Verwirrung beiträgt. Also pass mal auf. Das hier sind die Einzelverbindungsnachweise von Silke Ahrens. Und die hier, die sind von Rasmus Petersen. Das sieht so aus, als hätten die nie miteinander telefoniert. Dabei haben die sich doch getroffen. Redmacher, Kripo Holstein. Die haben sich verabredet. Per Brieftaube oder wie? Was ist denn das hier für eine Nummer auf Rasmus Petersens Liste? Die hat er fast täglich angerufen. Entweder früh morgens oder ganz spät abends. Stimmt, das drei. Müssen wir noch mal sehen. Meldet sich keiner. Versuch mal rauszufinden, zu wem die Nummer gehört. Also ich sag das jetzt nur ungern, aber an den Gummistiefeln von Erika Petersen habe ich nicht die Spur von Erdbeerresten nachweisen können. Nicht mal eine klitzekleine. Wäre ja auch zu schön gewesen. Dafür hat Rasmus Petersens Bankberaterin angerufen. War gar nicht so leicht, der was aus der Nase zu ziehen, aber zufällig kenne ich ihren Chef. Zufällig? Wir kegeln zusammen. Petersen ist wohl ein ziemlicher Schaumschläger. Seine Bude ist mit einer Hypothek belastet, der Sportwagen nur geleast. Und auch sonst sieht's aus seinem Konto richtig schattig aus. Hab doch geahnt, dass der nicht ganz sauber ist. Finanziell ist er also genauso klamm wie Silke Ahrens. Nur mal angenommen, was wäre denn, wenn die beiden sich von früher her kannten? Rasmus Petersen hat doch gesagt, dass er Kunden in Hamburg hatte. Vielleicht hat er Silke da kennengelernt. Er weiß, dass sein Bruder auf Brautschau ist, setzt Silke Ahrens auf ihn an, damit die eine Weile um sein Geld erleichtert. Die wirft den Köder aus und der liebestrunkene Jan Petersen tappt in die Falle. Tja, dann lief doch alles nach Plan. Warum wollte sie jetzt über den Jordan schicken? Vielleicht wollte er das Geld für sich alleine haben. Das gehört mir nicht. Wo ist es her? War versteckt. Gehört bestimmt Silke. Tannummern von meinem Bankkonto. Wo ist die PIN? Das hat sie abfotografiert, dieses Miststück. Ich weiß jetzt, was Silke Ahrens in Cisma wollte. Sie war beim Pfarrer. Um die Beichte abzulegen, oder was? Sie hat die Klosterkapelle klargemacht. Der Pfarrer war ganz begeistert von ihr. Sie soll wohl ganz rote Bäckchen vor lauter Aufregung gehabt haben. Moment, sie wollte Jan heiraten? So ist das. Sollte wohl eine Überraschung werden. Aber das ist ja ein handfestes Motiv. Rasmus Petersen hatte Angst, dass sein Plan auffliegt. Wenn Silke Jan Petersen gegenüber reinen Tisch gemacht hätte, dann wäre der Geldhahn für immer dicht gewesen. Dann hat sie sich wirklich in Jan verliebt, ohne dass sie es wollte. Naja, manchmal ist das Meer wohl doch blauer als erwartet. Ganz langsam, Frau Petersen. Was genau ist passiert?
Verstehe. Und wann ist er los? Gut, ganz locker bleiben. Wir kümmern uns. Es geht um Jan Pedersen. Der hat wohl gerade rausgefunden, dass seine Freundin was mit seinem Bruder am Laufen hat. Ich glaube, der hat Stimmung. Oha. Hat der Sohn danach draußen im Alten, ja? Mit dem blöden Jan kann man es ja machen, ne? Ich bin gerade nicht mit dem Sack, ne? Oh. Immer irgendwas, immer Scheiße! Na, hör auf, tu's mir weh! Gib's ja zu, es war meine Idee! Aber Silke hat mitgemacht. Wir hatten einen Deal und dann wolltest du plötzlich aussteigen, weil... Nur weil... Lassen Sie ihn los. Gute Neuigkeiten. Ihre Freundin ist aus dem Koma aufgewacht. Ich wüsste nicht, was mich das noch interessieren sollte. Sie plant offenbar langfristig mit Ihnen. Sie hat gestern die Klosterkapelle in Cisma reserviert. Aber vielleicht war Hamburg noch nicht mit ihr durch und jemand hatte noch was zu klären. Ihr Ex zum Beispiel. Hat sie mal den Namen von ihrem Ex-Freund erwähnt? Oder hat sie sich sonst irgendwie auffällig verhalten? Jetzt mal Tacheles. Ihre Freundin hat sich hinter ihrem Rücken mit einem anderen Typen getroffen. Was glauben Sie, was Sie da wohl gemacht haben? Mau Mau gespielt? Nee, so eine Silke nicht. Ach nee? Herr Schulte. Sie haben doch längst gemerkt, dass da was ist. Dass Ihnen etwas verschweigt, oder? Vor 2 Wochen habe ich bemerkt, als sie ist mit dem Fahrrad vom Hof gefahren und sich... Ich habe mich gewundert, das kam mir irgendwie komisch vor. Und da sind Sie hinterher und haben gesehen, wie sie sich mit einem anderen trifft. Sie ist in den Wald gefahren, da kam ich mit dem Auto nicht durch. Ich habe sie verloren. Aber diesmal, da haben Sie sich nicht abschütteln lassen. Nein, ich war doch gestern Morgen überhaupt nicht auf dem Hof. Ich verstehe das nicht. Ich dachte eigentlich, Silke wäre. Glauben Sie mir, Sie sind nicht der Erste, dem sowas passiert. Wenn du mich fragst, der wusste wirklich nicht, was seine Freundin getrieben hat. Oder er hat es geahnt. Das hat vielleicht gereicht, um Streit mit tödlichem Ausgang zu provozieren. Übrigens, ich mag das nicht, wenn jemand in meine Vernehmung reinplatzt. Sowas sprichst du vorher mit mir ab. Und ganz egal, was dir quersitzt, eine Vernehmung ist für Ermittler keine Therapiestunde. Ah,
Der schlumpfblaue Ford Mustang gehört übrigens einem Siegfried Rudloff, vorbestraft wegen schwerer Körperverletzung. Ich versuche gerade mal zu klären, wo der sich aufhält. Gut, mach das. Die Kartenabreißerin ist da. Welche Kartenabreißerin? Na, die vom Ausflugschiff. Lass mal los. Ich mach das schon. Kommen Sie bitte. Oder? Motiv. Rasmus Petersen hatte Angst, dass sein Plan auffliegt. Wenn Silke Jan Petersen gegenüber reinen Tisch gemacht hätte, dann wäre der Geldhahn für immer dicht gewesen. Dann hat sie sich wirklich in Jan verliebt, ohne dass sie es wollte. Naja, manchmal ist das Meer wohl doch blauer als erwartet. Ganz langsam, Frau Petersen. Was genau ist passiert? Verstehe. Und wann ist er los? Gut, ganz locker bleiben. Wir kümmern uns. Es geht um Jan Petersen. Der hat wohl gerade rausgefunden, dass seine Freundin was mit seinem Bruder am Laufen hat. Ich glaube, der hat Stimmung. Oha. Hat der so gelacht draußen im Alten, ja? Mit dem blöden Jan kann man es ja machen, ne? Ich bin gerade nicht am Klappen, ne? Mann, irgendwas immer scheiße! Hör auf, du tust mir weh! Ich geb's ja zu, es war meine Idee! Aber Silke hat mitgemacht. Wir hatten einen Deal und dann wollte sie plötzlich aufsteigen, weil... Nur weil... Lassen Sie ihn los. Gute Neuigkeiten. Ihre Freundin ist aus dem Koma aufgewacht. Ich wüsste nicht, was mich das noch interessieren sollte. Sie planen offenbar langfristig mit Ihnen. Sie hat gestern die Klosterkapelle in Sismar reserviert. Ich habe hier was für Sie. Was ist das? Das darf ich offiziell gar nicht wissen. Die Kopie der Krankenakte von Silke Ahrens. Wie sind Sie denn daran gekommen? Ist wohl in einem unbeobachteten Moment auf den Kopierer gefallen. Ich glaube, die wichtigste Stelle ist markiert. Aber wenn Sie durch sind mit dem Lesen, muss ich das Dokument allerdings sofort einziehen. Die Ärzte haben beim Röntgen einen verheilten Knochenbruch gefunden. An der Schulter. Zur Ursache steht hier nichts. Ein Unfall? Ich habe einen der Ärzte gefragt und er meinte, die Verletzung hätte ein außergewöhnliches Bruchmuster. So, als hätte man ihr den Arm aus dem Gelenk rausgedreht. Oha. Muss wohl schon ein paar Monate her sein. Vielleicht hat sie in Hamburg ja mal den falschen Typen abgeschleppt. So, dann möchte ich gern mal an die Finger kriegen. Unter Umständen hat ihr plötzlicher Wunsch nach Luftveränderung ja doch einen handfesteren Grund als gedacht. Klar, sie ist vor ihrem Macker abgehauen und nur hat er herausgefunden, wo sie steckt. Na, mein Junge?
Wo drückt der Schuh? Ach, alles gut. Ach Mensch, ich bin doch nicht die Erste, die dich das fragt. Komm. Irgendwie ist manchmal alles so kompliziert. Euer Fall oder die Liebe? Jost hat mir erzählt von eurem Fall. Liebe per Internet. Also wenn du mich fragst, die Menschen, die werden auch immer bequemer. Weißt du, und dann ist das nachher wie so eine Reise aus dem Katalog. Lauter schöne, bunte Bilder. Und wenn du denn da bist, dann ist das Meer nicht so blau. Lauter Kippen am Strand. Und das Essen ist fad. Hm? Naja, es ist halt Glückssache. Ist halt immer so ein Risiko, ne? Sehen wir nochmal. Ich hatte diesen Freund und der kennt diese Frau und da sind Dinge passiert, die haben ihn verletzt und dann hat er Dinge getan, auf die er wirklich nicht stolz ist und er hat alles getan, um das zu vergessen. Und nun, nach so langer Zeit, meldet die sich auf einmal wieder und der weiß gar nicht genau, warum. Soll er mal tief in sich reinhorchen, dein Freund. Aber ich habe so den Eindruck, dass er das gar nicht weiß, ob er das überhaupt wissen will. Nett aus. Ist aus der Bildergalerie vom Schwarzen Raben. Er nennt sich Hulk. Leider habe ich nirgendwo seinen richtigen Namen gefunden. Nimm auf jeden Fall nochmal Kontakt zu dem Kneipenwirt auf. Der sieht aus wie jemand, vor dem man sich gerne mal verstecken möchte. Hat Erika Petersen nicht gesagt, dass Silke Ahrens gestern Vormittag nach Kellenhusen ist, um Post wegzubringen? Ja, aber um 23:30 war sie wohl wieder zurück auf dem Hof. Dazwischen hat sich's aber gut gehen lassen. Hier, die habe ich in ihrer Hose gefunden. Sie war auf dem Ausflugsschiff? Ja. Und zwar nicht allein. Und? Hat er wieder vom Erbe angefangen? Es geht nicht immer nur ums Geld, Mutter. Aber wegen Silke hier. Hat er das gesagt? Tja, ja. Schön, da er reden konnte, schon immer. Du kannst ihm nicht trauen. Jeder kann sich ändern. Der nicht. Wo war er denn damals, als wir ihn gebraucht haben? Und kaum bist du mit dem Landverkauf zu Geld gekommen, da steht er auf einmal wieder in der Tür und hält die Hand auf. Das Thema ist durch. Er wurde ausbezahlt und fertig. Keine Ansprüche mehr und das weiß er auch. Ach, sei doch nicht so naiv. Siehst du denn nicht, was die alle wollen? Wie meinst du mit alle? Du weißt genau, was ich meine. Was für ein Auto war das? Was? Ja, gut, danke. Der Kneipenwirt sagt, dass Hulk Frau Ahrens öfter von der Arbeit abgeholt hat. Ein fester Freund? Ja, da lief wohl eine Weile was, aber dann hat sie sich auch wieder von ihm getrennt. Seinen richtigen Namen kennt der Wirt leider auch nicht. Aber er hat einen schlumpfblauen Ford Mustang gefahren. Hat er wirklich schlumpfblau gesagt? Hat er gesagt. Na, davon wird es in Hamburg ja nicht allzu viele geben. Auf jeden Fall hilft uns das weiter. Vielen Dank, wiederhören. So, jetzt wird's spannend. Flugsboot auf der Ostsee? Zusammen mit einem Mann. Leider konnte der Kapitän ihn nicht beschreiben. Irgendeine Idee, mit wem sie sich da getroffen haben könnte? Nee, das kann nicht sein. Doch, doch, wir haben das überprüft. Nee, da hätte ich was gemerkt. Das muss eine Verwechslung sein. Vielleicht war das jemanden, den sie von früher kannte. Aus Hamburg. Ich habe ihnen doch gesagt, mit Hamburg war sie durch. Aber vielleicht war Hamburg noch nicht mit ihr durch und jemand hatte noch was zu klären. Ihr Ex zum Beispiel. Hat sie mal den Namen von ihrem Ex-Freund erwähnt? Oder hat sie sich sonst irgendwie auffällig verhalten? Jetzt mal Tacheles. Ihre Freundin hat sich hinter ihrem Rücken mit einem anderen Typen getroffen. Was glauben Sie, was Sie da wohl gemacht haben? Mau Mau gespielt? Nee, so eine Silke nicht. Ach nee? Herr Schulte. Sie haben doch längst gemerkt, dass da was ist. Thank you.
meldet sich keiner. Versuch mal rauszufinden, zu wem die Nummer gehört. Also ich sag das jetzt nur ungern, aber an den Gummistiefeln von Erika Petersen habe ich nicht die Spur von Erdbeerresten nachweisen können. Nicht mal eine klitzekleine. Wäre ja auch zu schön gewesen. Dafür hat Rasmus Petersens Bankberaterin angerufen. War gar nicht so leicht, der was aus der Nase zu ziehen, aber zufällig kenne ich ihren Chef. Zufällig? Wir kegeln zusammen. Petersen ist wohl ein ziemlicher Schaumschläger. Seine Bude ist mit einer Hypothek belastet, der Sportwagen nur geleast. Und auch sonst sieht's aus seinem Konto richtig schattig aus. Hab doch geahnt, dass der nicht ganz sauber ist. Finanziell ist er also genauso klamm wie Silke Ahrens. Nur mal angenommen, was wäre denn, wenn die beiden sich von früher her kannten? Rasmus Petersen hat doch gesagt, dass er Kunden in Hamburg hatte. Vielleicht hat er Silke da kennengelernt. Er weiß, dass sein Bruder auf Brautschau ist, setzt Silke Ahrens auf ihn an, damit die eine Weile um sein Geld erleichtert. Die wirft den Köder aus und der liebestrunkene Jan Petersen tappt in die Falle. Tja, dann lief doch alles nach Plan. Warum wollte sie jetzt über den Jordan schicken? Vielleicht wollte er das Geld für sich alleine haben. Das gehört mir nicht. Muss es her? Ah, versteckt. Gehört bestimmt Silke. TAN-Nummern von meinem Bankkonto. Wo ist die PIN? Das hat er abfotografiert, dieses Miststück. Ich weiß jetzt, was Silke Ahrens in Zisma wollte. Sie war beim Pfarrer. Um die Beichte abzulegen, oder was? Sie hat die Klosterkapelle klargemacht. Der Pfarrer war ganz begeistert von ihr. Sie soll wohl ganz rote Bäckchen vor lauter Aufregung gehabt haben. Moment, sie wollte Jan heiraten? So ist das. Sollte wohl eine Überraschung werden. Aber das ist ja ein handfestes Motiv. Rasmus Petersen hatte Angst, dass sein Plan auffliegt. Wenn Silke Jan Petersen gegenüber reinen Tisch gemacht hätte, dann wäre der Geldhahn für immer dicht gewesen. Dann hat sie sich wirklich in Jan verliebt, ohne dass sie es wollte. Naja, manchmal ist das Meer wohl doch blauer als erwartet. Ganz langsam, Frau Petersen. Was genau ist passiert? Verstehe. Und wann ist er los? Gut, ganz locker bleiben. Wir kümmern uns. Es geht um Jan Petersen. Der hat wohl gerade rausgefunden, dass seine Freundin was mit seinem Bruder am Laufen hat. Ich glaube, der hat Stimmung. Oha. Hat der so gelacht draußen im Alten, ja? Mit dem blöden Jan kann man es ja machen, ne? Wir machen irgendwas immer scheiße! Holzen verwendet. Frau Petersen? Hallo? Sogar die Polizei. Ich sammle Beweismittel. Wir haben an der Leiter zum Heuboden eine Faser gefunden. Die stammt wahrscheinlich von einer Kochschürze. Ja und? Ich war ja auf dem Heuboden. Ich bin zu Silke rauf, um ihr zu sagen, dass sie mal wieder den Misthaufen nicht richtig gewendet hat. Der hat schon gedampft. Da bilden sich Gase. Ein Funke. Die ganze Hof fackelt ab. Ja, und dann haben sie mal wieder mit ihr gestritten und da ist sie den Heuboden runtergefallen. Was Blödsinn! Die war quietschfidel, als ich gegangen bin. Warum haben Sie uns das denn nicht gleich erzählt? Hätten wir mal fragen können. Was haben Sie eigentlich für eine Schuhgröße? Nur 38? Nie und nimmer. Nee, na, das ist eine 44. Sind von meinem verstorbenen Mann. Viel zu schade zum Wegschmeißen. Die stopfe ich vorne mit Zeitungspapier aus und gut. Was will ich mit deinen Gummistiefeln? Was weiß ich. Was hast du gemacht, Mutter?
es auch nur an. Ich war das nicht! Also wenn da jemals Erdbeeren dran waren, dann finde ich sie, versprochen. Ich habe hier noch ein bisschen Vergleichsmaterial für dich. Für den Fall, dass du fündig wirst. Moin, Frau Wittkamp. Ich bin hier gerade kurz vor Ziesmar. Silke Ahrens war gestern wieder hier. Eine Spargelverkäuferin hat sie gesehen. Jo, danke, Herr Tenhagen. Ich bin mir sicher, dass uns das weiterhilft. Ja, tschüss. Manchmal bin ich so dämlich, dass ich schreien möchte. Bitte was? 4-Hydroxy-2,5-Dimethylfuranon oder auch HDMF, wie ich das übersehen konnte. Du sprichst in Rätseln. Das ist die wichtigste chemische Komponente im Erdbeeraroma. Die hohen Werte in den Proben am Tatort sind mir gleich aufgefallen. Die hier ist dagegen echt ein geschmackliches Leichtgewicht. Katrin, bitte, komm mal auf den Punkt. Okay. Das hier ist... Hier, ich hab dir was mitgebracht. Oh, das sieht ja toll schlimm aus. Die eine Probe ist oben vom Heuboden, die andere habe ich kurz vorm Eingang zur Scheune gefunden. Beides vielleicht vom Tetra. Also ich verstehe das nicht. Frauen kennenzulernen ist doch gar nicht so schwierig. Das kommt drauf an, wie man es anstellt, ne? Die Faser hier habe ich an der Leiter gefunden, die zum Heuboden führt. Sie ist braun. Hm. Jan Pedersens Jacke war braun. Sieht man doch. Da muss man doch nur die Augen offen halten. Ich wollte kein Internet für. Und hier habe ich noch einen Fußabdruck gefunden. An dem ist derselbe rote Schmatter dran, der in den Röhrchen ist. Also Blut ist das nicht. Ja, ist nur ein Teilabdruck vom Ballen, aber vielleicht kann ich daraus die Schuhgröße ableiten. Wenn du hier geboren bist, dann kennst du jeden von klein auf. Das macht die Sache auch nicht gerade einfach. Die meisten sind für dich ja wie Geschwister. Ja, und der Rest ist wirklich mit dir verwandt. Schon klar. Quatschkram. Bei uns auf dem Land sind die Guten schnell vergeben. Ach, Jost, das ist so in der Stadt auch nicht anders. Und der Rest wartet sein halbes Leben drauf, dass ihn vielleicht noch mal jemand Besseres anspricht. Kripo Holstein Schulte? Nele Wittkamp, nein, die ist leider gerade nicht am Platz. Soll ich ihr was ausrichten? Aber klar doch. Mach ich gerne. Ja, Sie können sich auf mich verlassen. Hast du's? Bin gleich soweit. Frau Kollegin, da war gerade ein Anruf für dich. Und? Na, klang sehr geheimnisvoll. Sonore Stimme, echter Kerl. Na, ganz verstimmt, dass er dich nicht auf dem Handy erreichen kann. Jo, danke. Sonst noch was? Mhm. Aha. Wunderbar. Diese rote Flüssigkeit, die Jus in der Scheune sichergestellt hat. Bei beiden Proben, die vom Heuboden und die vom Eingang, handelt es sich um dieselbe Substanz. Und welche? Zellulose-Spuren von Proteinen, Vitaminen und Anthocyanen. Ich tippe auf Pragaria magna. Ja, da ist wohl jemand auf eine Erdbeere gelatscht. Erika Pedersen war gerade dabei, Erdbeermarmelade zu kochen. Lecker. Und Zimt. Hab was Neues ausprobiert. Von wegen. Altes Familienrezept, hab ich schon immer so gemacht. Veränderungen, die liegen in nicht sowas. Ich mach nicht, wenn man mir dazwischen funkt. Da wird man ja nie fertig mit der Arbeit. Zeit ist Geld. Auf dem Hof wie unserem. Man ist aber mal Zimt bei die Marmelade. Am Hungertuch nagen müssen. Tja, ist immer bodenständig geblieben, der Jan. Hat sich eigentlich nie viel aus Geld gemacht. Im Gegensatz zu Silke Ahrens. Hat keine Ausbildung, stattdessen von schlecht bezahlten Jobs gelebt. Zuletzt hat sie in Ottensen als Kellnerin gearbeitet, im Schwarzen Raben. Der Wirt sagt, sie hat ihren Job nur benutzt, um Männer abzuschleppen. Als dann noch Geld in der Kasse fehlte, ja, da hat er sie gefeuert. Kein Wunder, dass die fertig war mit Hamburg. Letztes Jahr wurde sie auf Bewährung verurteilt. Kreditkartenbetrug. Sie war ständig klamm und am Ende musste sie sogar Privatinsolvenz anmelden. Jetzt check ich endlich, was mit Landflucht gemeint ist. Damals hat sie abgesetzt. Fragt sich nur, ob sie von ihrem Hauptgewinn wusste. Thank you.
Wolltest du nicht das Mähwerk vom Träger reparieren? Mutter, ich komme gerade aus dem Krankenhaus. Sie liegt im Koma, die Ärzte wissen nicht. Und die Wiese am Hühnerstall ist auch noch nicht gemäht. Hier, ich hab dir was mitgebracht. Oh, das sieht ja toll schlimm aus. Die eine Probe ist oben vom Heuboden, die andere habe ich kurz vorm Eingang zur Scheune gefunden. Beides vielleicht vom Tetra. Also ich verstehe das nicht. Frauen kennenzulernen ist doch gar nicht so schwierig. Das kommt drauf an, wie man es anstellt, ne? Die Faser hier habe ich an der Leiter gefunden, die zum Heuboden führt. Sie ist braun. Jan Pedersens Jacke war braun. Sieht man doch. Da muss man doch nur die Augen offen halten. Ich wollte kein Internet für. Und hier habe ich noch einen Fußabdruck gefunden. An dem ist derselbe rote Schmatter dran, der in den Röhrchen ist. Also Blut ist das nicht. Ja, ist nur ein Teilabdruck vom Ballen, aber vielleicht kann ich daraus die Schuhgröße ableiten. Wenn du hier geboren bist, dann kennst du jeden von klein auf. Das macht die Sache auch nicht gerade einfach. Die meisten sind für dich ja wie Geschwister. Ja, und der Rest ist wirklich mit dir verwandt. Schon klar. Quatschkram. Bei uns auf dem Land sind die Guten schnell vergeben. Ach, Jost, das ist so in der Stadt auch nicht anders. Und der Rest wartet sein halbes Leben drauf, dass ihn vielleicht noch mal jemand Besseres anspricht. Kripo Holstein-Schulte? Nele Wittkamp, nein, die ist leider gerade nicht am Platz. Soll ich ihr was ausrichten? Aber klar doch. Mach ich gerne. Ja, Sie können. Glückssache. Das ist halt immer so ein Risiko, ne? Sehen wir nochmal. Ich hab da diesen Freund und. Und der kennt diese Frau und. Da sind Dinge passiert, die haben ihn verletzt und. Dann hat er Dinge getan, auf die er wirklich nicht stolz ist und. Und er hat alles getan, um das zu vergessen. Und nun, nach so langer Zeit, meldet die sich auf einmal wieder und er. Der weiß gar nicht genau warum. Soll er mal tief in sich reinhorchen, dein Freund. Aber ich habe so den Eindruck, dass er das gar nicht weiß, ob er das überhaupt wissen will. Erst bei Silke. Was brauchst du denn diesmal, ne? Ich habe gehört, was passiert ist. Und? Was muss dich das kümmern? Ich wollte sehen, wie es Jan geht. Das sind ja ganz neue Töne. Wie geht's ihr? Nicht gut. Nein. Ja. Der sieht ja nett aus. Ist aus der Bildergalerie vom Schwarzen Raben. Er nennt sich Hulk. Leider habe ich nirgendwo seinen richtigen Namen gefunden. Nimm auf jeden Fall nochmal Kontakt zu dem Kneipenwirt auf. Der sieht aus wie jemand, vor dem man sich gerne mal verstecken möchte. Hat Erika Petersen nicht gesagt, dass Silke Ahrens gestern Vormittag nach Kellenhusen ist, um Post wegzubringen? Ja, jemand nachgeholfen. Ach was, das war eigene Schusslichkeit. Erst vertrödelt sie den ganzen Vormittag in Kellenhusen, um drei Briefe zur Post zu bringen. Und dann segelt sie auch noch vom Heuboden.
Ach, geh mir weg. Die ist einfach nicht gemacht für die Landwirtschaft. Ist das Ihr Sohn? Ja. Was ist hier los? Herr Petersen. Silke? Wo ist Silke? Die haben sie abgeholt. Ist lange hingeschlagen. Fast wäre der Heuwender zu Bruch gegangen. Wo? In welchem Krankenhaus ist sie? Herr Petersen! Herr Petersen! So. Was wollen Sie von mir? Ich will zu Silke. Ja, natürlich, Herr Petersen. Sie können gleich zu ihr. Aber Sie haben doch sicherlich auch ein Interesse daran, dass wir herausfinden, was passiert ist. Könnten wir mal einen Blick in das Zimmer von Frau Ahrens werfen? Warum? Ich meine, sie hat kein eigenes Zimmer. Ich habe hier eine Ecke im Schrank freigeräumt. Mehr braucht sie nicht. Ja, mehr hat sie auch nicht. Sie entschuldigen uns bitte, Herr Petersen. Also, sie wohnt hier mit Ihnen unter einem Dach. Aber sie hat keine persönlichen Dinge? Keine Möbel, Bücher, Bilder oder Fotos? Nee, das hat sie alles in Hamburg gelassen. Wie lange sind Sie denn schon ein Paar, wenn ich mal so direkt fragen darf? Böse. Also, ein paar Wochen, das ist alles noch recht frisch. Hey, die junge Liebe, das ist doch immer die schönste. Wie haben Sie sich denn kennengelernt? Internet. Es gibt da so eine Partnervermittlung. Extra für Landwirte. Ja, warum nicht? Bauer sucht Frau. Ja, ist nicht so einfach, eine Partnerin zu finden in meiner Branche. Das muss man üben. Das frühe Aufstehen, die harte Arbeit und hier Landluft. Ja, Silke ist anders. Sie liebt die Tiere, den Hof. Ja, ein ganz schöner Kontrast so zum Leben der Großstadt, finden Sie nicht? Sie ist freiwillig hier. Ich habe sie nicht gezwungen. Vielleicht hatte sie sich das ja alles ein bisschen romantischer vorgestellt. Ach, romantischer. Ja, klar war das eine Umstellung erst. Aber Silke kann zupacken. Er hat sich schnell an die ganze Arbeit hier gewöhnt. Nö, und mit Sicherheit keinen einzigen Tag Sehnsucht gehabt nach ihrem alten Leben in Hamburg. Nö. Damit ist sie fertig. Sind da irgendwelche blöden Sachen passiert? Was denn für blöde Sachen? Wir haben nie darüber gesprochen. Wollte sie nicht. Soll keiner sagen, ich würde meine Gäste schlecht behandeln. Schlagsahne führt heute leider aus. Dankeschön. Danke, Mutter. Ich habe ja sonst nichts zu tun, ne? Ja, Ihre Mutter scheint sich ja eher weniger über ihr neues Liebesglück zu freuen. Ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben. Was für ein Wesen. Der Mann ist echt nicht zu beneiden. Tja, sowas kann vorkommen, ne? Dabei ist es...